Der Rewe Martin Gruber findet wieder ein Kochabend statt, diesmal ein spanischer mit dem Gastkoch Thomas Hohenschläger, der 7 Jahre in Spanien gelebt hat. Zusammen mit den Hobbyköchen wird er dieses 4-Gänge-Menü zubereiten. So, herzlich willkommen zu unserem dritten Kochkurs, Spanischer Abend. Das Wetter passt ja hervorragend zu unserem Thema. Ich habe mir dann entschieden, die Forelle zu filetieren, was für den Gast angenehmer ist und auch optisch mehr hermacht. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Genau. Sie dürfen Ihre Gläser entweder mitnehmen oder stellen Sie es irgendwo ab und kommen Sie mal zu mir vor in die Küche. Also hier. Wir haben zwei wunderschöne Pulpos. Ich erzähle dazu immer gerne eine kleine Geschichte. Ich habe vor 20 Jahren in Spanien gelebt. Da war der Pulpo der Beifang. Den haben sie quasi auf dem Fischmarkt nachgeschmissen bekommen. Mittlerweile ist er so beliebt und wird so überfischt, dass das Kilo so zwischen 20 und 25 Euro kostet. Leider Gottes. Ja? Das sind circa 3 Kilo. Einer. Beide miteinander. Also ich mag weder die ganz großen noch die ganz kleinen. Die Größe ist eigentlich ideal. Die müssen nicht so lang kochen. Und wenn es größer sind, dann werden sie zu zäh. Sind sie zu klein, dann machen sie einfach zu viel Arbeit, wenn man die hinterher schneiden muss. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Kochen, ganz einfach, Salzwasser, Zwiebeln, Lorbeer, Pfefferkörner. Haben die nicht so eine Haut und so eine feste? Nein, haben sie nicht. Jetzt schon. Aber deswegen kochen wir ja. Das werden wir nachher sehen. Kochen muss jetzt ca. 3/4 Stunde bis 1 Stunde, aber das ist wie bei allem, da müssen wir eben schauen, wie lange braucht, bis er weich wird. Aber das zeige ich Ihnen danach, wie das aussieht. Immer ein kochendes Wasser, nie ein kaltes Wasser. Sonst wird er zäh. Wie groß nehmen wir so? Das ist nicht dazu. Der ist schon ausgenommen. Die Augen, die machen wir nachher raus, weil die machen wir immer mal einfacher raus, wenn er schon gekocht ist. Und wir müssen dann nachher auch hier den Mund rausnehmen. Den habe ich mal. Genau. Den machen wir nachher raus, wenn er gekocht ist. So. Tun wir den Stockfisch schön anbraten. Und die braten einen kleinen Paprika, die kriegen wir auch genau. Muss jetzt auf meine Finger aufpassen. Tut mir leid, aber es ist leider. Den Knoblauch lassen wir ein bisschen angehen. Dann machen wir die Karotten dazu. Gibt es sowas in Italien auch? Nee, nicht. Ich kenne schon den Gericht, aber. Ja. Vorher? Das liest man heute. Oder vegetarisches Sushi, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gell?
obwohl ich in München einen Koch kennengelernt habe, mit dem habe ich mal vor ein paar Jahren zusammengearbeitet. Das ist ein Japaner, der lebt jetzt schon seit 15 Jahren in Deutschland, hat aber noch nie was anderes gekocht als Sushi. Also der kocht in München nur in Sushi-Restaurants. Kommt er dann nach München? Der hat, ha? Und kommt er dann nach München? Das habe ich ihn auch gefragt, aber es hat sich halt so ergeben. Gell? Einfach damit rein wieder, oder? Da die Schusssache, ja. Oder sollen wir andere... Ah, du machst du eine... Schusssache. Ich würde gerade sagen. Kannst du unsere Schusssache hier nochmal den Teil schmeißen? Ja, Alter. Oh, das ist doch... Dann. Passiert oder so, das Restaurant heißt, wenn zur Kirche man geht, weil der macht auch im November in Kaoli zur Kirche man geht, Straße Frank, ich war noch meine Aha. Das ist so, italienisch. Ich habe jetzt einfach mir gesetzt. Zu Vorspeisen und eben gerade so leichten Sommergebäude. Frisch passt. Er ist jetzt etwas zu kalt im Glas. Den sollte man eher bei 10, 12 Grad trinken. Aber ich finde es einfach spannend, wenn der im Glas sich so ein bisschen entwickelt. Und er hat dann nochmal ganz andere Aromen, wenn sie sich ein bisschen einen Schluck aufheben und den dann zum Ende nochmal probieren, finde ich eine sehr spannende Geschichte. So, das reicht. Das ist Schnittlauch, Petersilie, Dill. Okay. Alles gemischt, grob gehackt. Hast du Butter da? Ja. Salzen. Nicht zu viel salzen, weil wir wissen ja alle, der Schinken hat auch Salz. So, dann, damit das Ganze gleichmäßig durchgart, muss es am ganzen Filet gleich dick sein. Das heißt, wenn wir jetzt die beiden Köpfe aufeinander legen, ist es hier vorne so dick und hinten ist es so dünn. Deswegen drehen wir es um. Das habe ich hier leider verschnitten vorhin. Und legen das so rum auf, dass der Kopf vom einen am Schwanz vom anderen liegt. Dann die Haut kann man eiwandfrei mitessen. Dann wickeln wir das da ein. Das Schöne nachher ist, wenn wir das anschneiden, da haben wir innen die Kräuter schön grün, das weiße Forellenfleisch und dann außenrum den roten Schinken. Und da sieht es wunderschön aus. Den zweiten Deckel vom Seitling. Ja, aber dann hat einer nur das Kuri. Ach so. Ja, sag. Also, wickeln, ja. Hast du Unkraut? So, und jetzt hör auf die Kartoffeln. So. So, wir haben sozusagen einen spanischen Abend vollbracht, vollendet. Ich denke mal, es hat allen geschmeckt. Die Teller sind fast alle leer. Es hat mir Spaß gemacht.
schön. Also mir bleibt nur zu sagen, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar Tipps mitgenommen für zu Hause. Dass ein bisschen später geworden ist, tut mir leid. Ich bin selber eine halbe Stunde über meinem Zeitplan. Passiert mir relativ selten, aber da hier mit den Gegebenheiten noch nicht vertraut war, ist es halt so passiert. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Spricht für die Veranstaltung, genau, das trotzdem noch diese Laune ist. Danke. Shaking hands. Okay.